Und was das vor allem an der Front bedeutet, darüber möchten wir sprechen mit Generalleutnant AD Roland Carter. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Schönen guten Tag. Wir haben lange über die Schlammzeit gesprochen. Nun sehen wir jetzt ganz klar, der Winter ist da in vollem Ausmaß. Was bedeutet das für die Truppen nun an vorderster Front? Ja, wie erwartet. Rasputizia hat voll zugeschlagen, nicht nur mit Schlamm und Regen, sondern auch, jedenfalls in Teilen, mit Schnee, mit hohem Schnee. Und die Erfahrung lehrt us, dass dann ein Bodenkrieg außerordentlich schwierig ist, um nicht zu sagen, er ist weitgehend zum Stehen gekommen. Jedenfalls Bewegung mit mechanisierten Kräften, das heißt mit schwerem Gerät, mit Panzern, mit Schützenpanzern, aber auch mit schweren LKWs für den Nachschub wichtig, ist kaum möglich. Und damit sind wir jetzt endgültig in diesem fürchterlichen Stellungskrieg angekommen, der für keine Seiten wirkliche Vorteile bringt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.